Willkommen, Reisende. Wir sind Nordic Ashes. Ich habe von denen jetzt hier hinzufügen, den Charakter. Wir müssen jetzt 7-mal im Shop nichts kaufen. Werden wir aber ein anderes machen. Wir probieren jetzt mal den Magier. Ich habe schon die anderen beiden auf schwer auch gemacht. Uns den Kristall freigeschaltet. Machen den Magier auch auf schwer. Und zwar kann jetzt hier ein Kristall, taucht hier irgendwo auf, wenn wir ihn finden. Den nehmen wir mal direkt mit. Und zwar der Kristall zum Upgraden auf Stufe 11. Und mal nur gucken, wo er ist. Gut ist, wenn wir den schnell finden. Und alle Münzen auf dem Weg dahin mitnehmen. Aber er kann natürlich sonst wo sein. So, da kommt die erste Giftratte. Gut, dass wir die Blitzwaffe hier jetzt so billig bekommen haben. Oh, da ist ein Sack mit Gold. Hat uns jetzt zwar ein Herz gekostet, aber so haben wir jetzt genug Geld für den Laden. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir hier gut alles mitnehmen. Einmal aufwerten. Ich dachte, wir holen uns heute mal das Eisbuch und das Feuerbuch und Feuerbuch als erstes. Schaden, Abklingzeit runter wäre natürlich auch mal nicht schlecht. Oder Projektile. Ah, so, das nehmen wir dann. Haben wir so coole Feuerkugeln um uns herum. Ärgerlich, dass wir den Kristall noch nicht gefunden haben. Mit dem Kristall können wir jetzt prinzipiell drei Waffen Stufe 11 bringen. Wenn wir natürlich so viele Erfahrungspunkte einsammeln. Sonst geht das natürlich nicht. Und wir nicht ewig oft neu rollen müssen. Oh, da liegt eine Truhe. Die werden wir uns jetzt erstmal gönnen. Also vielleicht. Mehr Schaden ist natürlich gut. Ein Projektil mehr wäre auch nicht schlecht. Wir würfeln einmal neu. Oh, hat jetzt gar nichts gebracht. Nehmen wir hier Projektil für das. Zweite Ratte ist auch tot. Einmal upgraden. So, wenn wir jetzt den Kristall finden, können wir direkt aufwerten. Die machen ja richtig coole Geräusche, die
Feuerkugeln. Seilen sammeln wieder. Auf jeden Fall sollten wir den vielleicht wirklich vor dem ersten Boss finden, den Kristall. Jetzt kommt der, der die Leute bufft. Aber ist schon tot, okay. So, da haben wir zwei Herzcontainer bekommen. Das ist sehr gut. Können wir jetzt gucken, dass wir die irgendwie auffüllen. So. Gehen wir jetzt weiter suchen nach dem Stall. Oh, hier sind Kisten. Noch fraglich, wo der Kristall ist. Oh, da habe ich kurz weggeschaut. War nicht gut. Gratis, das ist gut. Erhöht den Bereich, in dem wir einsammeln können. Gott, wo ist dieser Kristall? Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Kisten. Da ist ein Ring. Das ist sehr gut. Die sind nämlich seltener, umso schwieriger das Level ist. Aber einen gefunden haben wir richtig gut. Oh Gott. Alter, wo ist der Kristall? Kann nicht sein, dass wir den nicht finden. Wo ist der Kristall? Dann werden wir jetzt mal Erfahrungen aufwerten. So. Kommen wir durch die also halt mehr Erfahrungspunkte. Jetzt kommt der erste Miniboss. Da ist der Kristall. So, was nehmen wir? Erhöht den Schaden plus 12 und die Größe 100% der Feuerbälle. Erzeugt einen äußeren Ring aus 7 Feuerbällen. Dann hätten wir 14, das ist auch gut.
Scheiße, habe ich noch schnell genug E gedrückt? Ich habe gesehen, dass der Boss so schnell tot ist. So, neuer Kristall. Wir haben auch ein paar Sachen. Auffüllen hier. Oh, Genöki ist Stufe 2. Und so. Dann holen wir uns jetzt das Buch hier, würde ich sagen. Jetzt mal einmal den Brandschaden erhöhen. Wir haben ja Brandschaden. Wandelt 10 Sekunden lang 25 deiner Abklingzeit in Schaden. Erhöht plus 9 Schaden Feuer, Eis, Elektro, Relikte. Was ein Relikt ist? Magisches Werkzeug, Nahkampf, Feuer. Magisches Werkzeug. Erhöht den Schaden plus 5 aller Relikte, die magische Werkzeuge sind. Magisches Werkzeug. Magisches Werkzeug. Dann nehmen wir lieber das hier. Weil wir jetzt nicht wissen, ob Relikt dazu zählt. So, wollen wir ein Kristall hierfür verwenden? Wir kaufen uns erstmal das Eis. So. Nehmen wir das noch. Erhöht den Schaden plus 12 und die Größe um 100. Ja. Mach mal, wir kriegen ja noch ein Kristall. Können wir dann für das Eisbuch verwenden. So. Was wird denn da jetzt? Ah, war nur ein Bildfehler. So. Ah, direkt zwei Heiltränke, so muss das laufen. Jetzt haben wir Feuer und Eis. Und ein paar Blitze. So, eingesammelt haben wir ja eigentlich alles, ne? Können wir ja wieder auf Kistenjagd gehen. Und Geld sammeln für den nächsten Shop. Immerhin scheinen wir noch den Ring rechtzeitig benutzt zu haben. Weil wir nach dem Boss ein paar Level aufgestiegen sind. Da sind Kisten. Cool, jetzt haben wir zwei davon. Benutzen wir einfach eins. So, wo sind denn noch Kisten? Das Geräusch ist echt cool, der Feuerbälle. Kisten. Münztechnisch läuft jetzt nicht so gut, aber naja. Oh doch, okay. Jetzt haben wir gut Münzen bekommen. So, da haben wir auch schon alle Gegner getötet, die wir brauchten. Sind wieder ein paar Kisten. Wir müssen nur immer aufpassen wegen der Abklingzeit. Wenn wir gerade mal keine Feuerbälle haben. Aus einer Kiste. Da sind Laufschuhe. War schneller laufen. 20 oder 30%. Ganz schön teuer, aber
Kann man jetzt ja auch nicht ändern. Müssen wir jetzt am besten noch ein paar Kisten uns organisieren. Von irgendwo. So. Können ja mal wieder ein bisschen nach rechts gehen. Da ist eine Kiste. Soweit scheinen wir alle andere eingesammelt zu haben. Leider kein Ring. Aber hier ist ein Samen. Viele Heiltränke liegen rum gerade, aber... Wir haben kein leeres Herz, das wir auffüllen können. Für den Boss benutzen wir einfach das Wegstoßen, was wir haben. Und in Ruhe mit dem kämpfen können. Ja gut, wir nutzen das jetzt. So, jetzt haben wir einen Ring. Das ist aber natürlich sehr gut, dass wir jetzt noch einen zweiten Ring bekommen haben. Nutzen wir dann natürlich wieder beim Boss. Muss man nur diesmal darauf achten, dass er nicht sofort stirbt. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Wo wollen wir denn mal lang gehen? Am besten hier zu den Kisten. Auch ein bisschen Geld einsammeln. Oh, schnell vor dem Boss. Da sind noch. Ich weiß jetzt nicht, ob in den Kisten jetzt noch Geld ist. Da sind noch Kisten. Den mal alles einsammeln. Ein Ring und Geld. Cool. So. Kaufen wir. So. Können wir jetzt ja unser Eisbuch. Projektile und Bereich. Oh, warum nicht? Das rollen wir neu. Abklingzeit. Hm. So. Nehmen wir den Kristall dafür. Spur verursacht jetzt 6 bis 8 Schaden bei Kontakt mit einem Feind. Okay. Aber wir haben auch noch die beiden Sachen. Ja. Hm, ein Punkt fehlt uns. Dann gucken wir erstmal, was die beiden Sachen
uns bringen würden. Und wir haben zum Glück wieder einen Ring bekommen. Müssen wir nur noch auf den Endboss warten. Ich will ja mal ein bisschen spazieren gehen. Geld bringt uns jetzt gar nichts mehr, aber können wir trotzdem eigentlich einsammeln. Oh, da ist ein ganzes Herz. Oh. Den Ring direkt wieder eingesammelt, nicht vergessen. Oh, wir können hier unten aufwerten. So, was bringt uns hier denn? Erzeugt eine neue elektrische Rune. Nummer 2 von denen. Okay. Dann warten wir jetzt, bis wir das hier auch haben. Können ja mal... Ja, wir erhöhen mal den Bereich ein bisschen. Wieder einen Samen zum Einsammeln. So, noch ein Samen. Die sind sehr wichtig, die können wir ja dann in Yggdrasil-Blätter verwandeln. Aber man braucht jedes Mal mehr davon. Boah, hier sind jetzt aber viele Heiltränke. Den Erfahrungspunkt jetzt eingesammelt von der Giftratte? Habe ich jetzt gar nicht leider gesehen. Da kommt schon wieder so ein Blitzvogel. Nicht gut. Da sieht man jetzt ein bisschen schlecht die Flächen auf dem Fußboden. Ah, da ist er auch tot, okay. Ich will nochmal gucken. Ah, wir haben ja noch einen Ring, okay, gut. Wir müssen uns dann vor dem Bosskampf nur entscheiden, was wir nehmen. War das Eisbuch? Oder diese doppelte Rune, weil wir ja recht nah am Boss sind eigentlich. Oder erstmal gucken dann noch, was wir mit der Steinschleuder machen können. Da ist wieder eine Giftratte. Oh, das ist jetzt aber eng. Voll gut. Feuer und Eis. So, der Boss kommt gleich. Dann hier nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Oh nee, irgendwo ist so ein Blitzvogel. Da waren nämlich schon wieder rote Flächen. Da ist der Blitzvogel. Ach, nicht gut, der könnte ja ruhig mal sterben. So, schnell E drücken, E drücken, E drücken. Er zählt jetzt noch, also müssen wir ein bisschen ausweichen erstmal. So, er ist fertig mit Zählen.
So, was kann das hier? Jedes Mal, wenn ein Stein einen Feind trifft, fehlt eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass er zwei Teile spaltet. Gut, das brauchen wir echt nicht. Wir erhöhen noch den Brandschaden. Den Brandschaden. Brandschaden. Den Bereich. Und nochmal den Brandschaden. Und dann nehmen wir am besten jetzt dann die Rune. Dann haben wir zwei davon. Wir dürfen nur nicht zu weit weg vom Boss gehen. Damit auch schön unsere Feuerkugeln treffen. Auch voll reingelaufen. Jetzt ist er da oben. Das ist eine neue Attacke hier auch schwer. Erzeugt da so drei Striche, die einen sofort töten dann. Also kann auch sein, dass ich letztes Mal einfach zu wenig Leben hatte. Oder hat er uns einmal getroffen. Und da haben wir gewonnen. Zwei Yggdrasil-Blätter. Oh. Kristallseele. Obere Midgard im Modus hart oder höher mit Heilfremd. Cool. Also unser Feuerbuch hat den meisten Schaden gemacht. Gut, das hatten wir auch sehr lange. Aber das Eisbuch hat auch gut Schaden gemacht. Nicht zu verachten. Level 115 sind wir sogar gekommen. Haben es geschafft. Sehr, sehr gut. Drei Ringe hatten wir sogar. Gut, dann hoffe ich, hat dir auch viel Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir hier weiterspielen. Bis dann.